Also, meine Frau will heute unbedingt mal selber ausprobieren, wie diese Art des Thunfisches geht. Wir haben, nicht drücken, wir haben, jetzt umdrehen. Das reicht schon. So, und anzünden. Wir haben es 19 Grad. Sonntag, den 9. März 2014. Aufgesaugt, das fliegt nicht so schnell weg. Versuch gleich schützend das Streichholz anzuzünden. Und jetzt kannst du die zwei verbrauchten Decke nehmen. Genau. Richtig so. Meine Frau! Sie wird eine richtige Bushcrafterin, hey Leute. Ja, das färbt irgendwie ab. Das färbt irgendwie ab, sagt sie. So. So, ich mache auf Pause. Und wenn es fertig ist, dann, während es hier in letzten Zügen liegt, eine Viertelstunde später etwa, habe ich hier schon einen Backofen gebaut mit grünem Holz oben drüber, Feuer an der Seite, und das brutzelt und blubbert hier richtig gut. Ja, also wenn die Kartoffeln da drinnen mit den Zwiebeln im Öl fertig sind, melden wir uns wieder. Was willst du? Ist nicht so heiß? Nein. Ah, wow, das duftet gut. Guck mal, wie braun das gebrutschelt ist. Nee, jetzt hab ich... Jetzt will ich mal probieren. Probier doch. Brauchst nicht auf mich warten. Okay. Ist nicht zu heiß? Also, ja. Melden uns wieder, wenn das da fertig ist. Gerade mal einen Löffel mit der Machete noch gedengelt. Den brauchen wir jetzt auch schon. Kochlöffel. Nachgeguckt, wie weit das aussieht. Wo ist offen? Ah, da unten. Nee, da ist okay. Oder das war das mit zwei Lacken, gell? Das war das mit zwei Lacken. Ja, zwei Lagen. Ja, genau. Zwei Lagen. So. Oh, das sieht gut aus. Ja? Push mal näher. Oh ja. Sieht gut aus. Mein Buschtisch oder Baumtisch besser gesagt fungiert auch wunderbar als Brettchen und Tablett. Also gut, wird gegessen. Und Olaf, das ist deine Hauptfriese, das ist deine Lampe, die jetzt richtig wieder zum Einsatz kommt hier draußen. So, das ist unser Abendessen. Njam, 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 lecker, lecker, lecker. Dazu ein bisschen Pfeffer, Salz, Schmand. Und
Schutz wird gemampft. Ich habe so ein Glück heute gehabt mit dem Eichenholz, was da runtergebrochen war. Und das war echt ideal für diesen Backofen. Da, Olaf, wer braucht da schon eine Laterne? Wir haben uns hier schnell die Tischbeleuchtung mit dem an den Tisch gelegten Ast gemacht. Leider unser Gabel vergessen. Wäre nicht so kreativ.